Das Altstadtfest in Dorsten hat einmal mehr bewiesen, dass es ein Herzstück des kulturellen Lebens in der Stadt ist. Am Eröffnungstag, einem strahlenden Freitag, versammelten sich die Menschen auf dem Marktplatz, umgeben von historischen Fassaden, und ließen sich von der Live-Musik mitreißen. Die offizielle Eröffnung durch den Bürgermeister auf dem Platz der Deutschen Einheit war ein Moment des Stolzes und der Gemeinschaft. Mit herzlichen Worten hieß er die Gäste willkommen und läutete damit ein Wochenende voller Freude und Zusammenkunft ein. Und mein früherer Chef hat immer gesagt, unter Druck entstehen Diamanten. Dann gucken wir mal, dass heute Abend Diamanten entstehen, da bin ich mir ganz sicher, und möglichst viele davon. Dann setzen wir mal auf das 3-0, was Luca uns gerade gesagt hat. Dir nochmal Dankeschön, lieber Luca, und dir, lieber Hans, ein Dankeschön. Wir freuen uns auf ein tolles Altstadtfest, ein tolles Public Viewing und ein Sommermärchen bei der EM. Danke. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als das Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft auf der Großleinwand übertragen wurde. Die Veranstalter, die einen Sieg von 3-0 vorhergesagt hatten, wurden positiv überrascht, als die Mannschaft mit einem triumphalen 5-1 Sieg vom Platz ging. Auch der Sonntag stand dem nichts nach. Ein vielfältiges Programm bot für jeden etwas. Vom Kinderkino, das die jüngsten Besucher in ihren Bann zog, über Honsels Wein- und Käsemarkt, der die Gaumenfreuden der Erwachsenen bediente, bis hin zu den Klängen von Pop, Jazz und Soul des Best of Jazzed auf dem Marktplatz. Die geöffneten Geschäfte luden zum Bummeln und Verweilen ein und rundeten das Erlebnis Altstadtfest ab. Und das waren nur einige Highlights des Wochenendes. Wir haben mit dem Veranstalter gesprochen und er zog ein klares Fazit. Die Resonanz gerade Freitag war natürlich großartig. Wir haben ein tolles Spiel hinter uns gehabt. Ich denke, das war ein super Signal der deutschen Mannschaft für die kommende EM, auch für unser Land. Positiven Akzent gesetzt und darüber freuen wir uns sehr. Und ja, der dritte Tag des Altstadtfests, traditionell hört man es meiner Stimme an, sieht es meinen Augen an. Wir sind natürlich ein bisschen geschlaucht, aber auch am dritten Tag, wir hatten einen halben Tag schon sehr gutes Wetter. Jetzt regnet es gerade leider ein bisschen. Aber es sieht schon sehr danach aus, als ob es wieder aufhört. Wir zeigen gleich das nächste Spiel, Polen gegen Holland oder Niederlande, professionell ausgesprochen. Wir haben aber in der Innenstadt auch noch ganz viel los. Wir haben noch Bühnenprogramm auf der Altstadtfestbühne, auf dem Marktplatz. Wir haben den Hollandmarkt da, wir haben ganz viele Länder da. Und für das Wetter bin ich selber erstaunt, wie viele Menschen durch die Altstadt laufen. Und das ist natürlich toll und darum machen wir so eine Veranstaltung. Das Altstadtfest in Dorsten ist mehr als nur eine Veranstaltung. Es ist ein lebendiges Zeugnis der Lebensfreude und des Miteinanders der Stadt. Ein Fest, das die Herzen höher schlagen lässt und in Erinnerung bleibt.